Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie man aus einem Pullover noch einen doppelten Loop herstellen kann. Ich habe den Pullover glatt hingelegt und ihn unterhalb der Ärmel und oberhalb des Bündchens abgeschnitten. Nun wird das Ganze zusammengefaltet in der Mitte und zwar genau so, dass rechts oben liegt und die linke Seite innen bleibt. Von beiden Seiten etwa die Mitte packen, umschlagen und schauen, dass die beiden abgeschnittenen Kanten aufeinander passen und dann entlang der Naht den Anfang finden. Mit einem Faden wird das Ganze jetzt ungefähr 5 oder 6 cm unterhalb aufgereiht. Und immer wieder schauen, dass oben die Kante doppelt ist, also dass es kantengleich ist, die beiden Enden, die abgeschnittenen Kanten. Ihr könnt das Ganze auch mit Stecknadeln festheften, das geht genauso gut. Also ringsherum mit groben Stichen etwa 5-6 cm unterhalb der Kante zunähen. Nach einem Viertel etwa die Kanten wieder aufeinander legen und schauen, dass es so sich nicht verzieht und weiter das Ganze aufreihen ringsherum. Die Farbe des Fadens ist auch egal, weil das wird nachher wieder rausgezogen. Das ist jetzt nur eine Hilfe, damit sich das nachher beim richtigen Vernähen nicht verziehen kann. So, mein Faden langt auch nicht. Das macht nichts, ein Stückchen kann ruhig offen bleiben. Ich habe das ja grob jetzt festgemacht. So, das Ganze wieder auseinanderziehen etwas. Und dann kann das Ganze schon richtig oben fest vernäht werden. Und zwar wird jetzt die Kanten jeweils nach innen geschlagen, etwa 2 bis 3 cm. Und dann Kante auf Kante gelegt. Nun habe ich einen Faden gewählt, der wirklich auch zu dieser Farbe von dem Pullover passt, in etwa. Aber es wird relativ unsichtbar sein. Von daher muss es nicht 100% passen. So, wie gerade schon gezeigt, wird nun erst die untere Kante 2 cm etwa umgeschlagen, die obere 2 cm, das Ganze aufeinander gelegt. Ich habe einen Knoten unten in den Faden reingemacht und nun wird es nicht so zugenäht, sondern wir nähen Zentimeter ungefähr. Und gehen jetzt in das untere Teil, genau gegenüber von dem Stich, den wir gerade an dem unteren Teil genäht haben. Hier immer wieder diese 2 bis 3 cm packen, festhalten. Jetzt wieder nur das hintere Teil einen Stich machen. Und dann gegenüber an dem vorderen Teil den Stich. Das Ganze dann ein bisschen anziehen, nicht ganz so fest, damit das elastisch bleibt. Und so ist das Zunähen relativ unsichtbar. Immer wieder die Stiche gegenüber machen, den neuen Stich an dem unteren Teil beginnen, nur an dem unteren. Und genau gegenüber an dem vorderen Teil. Bisschen anziehen und so ist das Ganze wirklich unsichtbar. Man kann diesen Faden nicht sehen. Auf diese Weise jetzt ganz ringsherum alles festnähen. Und immer wieder die 2-3 cm packen.
und dann wieder nur das untere Teil und gegenüber das vordere Teil. Und die Stiche sind ungefähr so ein Zentimeter oder anderthalb Zentimeter. Von Zeit zu Zeit das Ganze ein bisschen in die Länge ziehen, damit das Ganze auch dehnbar bleibt. Und wenn wir wieder dort angekommen sind, wo wir angefangen haben, können wir den Faden sauber vernähen und den Faden abschneiden und auch den Faden, mit dem wir alles vorher festgereiht haben, entfernen. So, und das Ganze sieht nun so aus. Das können wir jetzt doppelt packen und schon ist der hübsche Loop und der schöne warme Loop auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.